Wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich würde gern was mit dir teilen, und zwar im Hinblick auf die Botschaften, die die Seele über den Körper uns schickt. Und zwar ein aktuelles Beispiel, gerade so aus meinem Leben. Am Donnerstagabend letzter Woche waren wir noch mit Freunden gemeinsam abends essen, und ich habe schon auf dem Weg dahin tagsüber, morgens schon beim Aufstehen, schon so ein bisschen gemerkt, dass ich Probleme mit meinem Ischias habe. Dass ich mit meinem Ischiasnerv Probleme habe. Und das ist tagsüber nicht unbedingt besser geworden. Und schon auf dem Weg da im Auto habe ich schon gemerkt, wie es auch so ein bisschen ausstrahlt in die Beine. Und ja, es waren einfach Schmerzen da. Und das ist dann abends natürlich noch ein bisschen heftiger geworden. Und irgendwann habe ich dann auch abends gedacht, komm, wir müssen jetzt nach Hause. Wir waren noch privat anschließend nach dem Essen bei dem befreundeten Ehepaar zu Hause. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt einfach nicht mehr hier sitzen. Ich muss von der Senkrechten in die Waagerechte. Und am Freitagmorgen hatten wir ja, also am Freitag überhaupt hatten wir unseren Auszeittag, wo wir einmal im Monat sind in so einem schicken Fünf-Sterne-Hotel, wo wir dann morgens mit Brunch den Tag beginnen. Und dann den ganzen Tag anschließend im Sauna- und Spa-Bereich einfach verbringen. Und da hatte ich dann schon mit meinem Teller am Frühstücksbuffet gestanden und schon überlegt, packe ich da mal ein bisschen mehr drauf, damit ich nicht so oft gehen kann. Oder sage ich zu meinem Mann, Mike, gehst du mir mal noch was holen, weil es war schon einfach, es war heftig. Und ja, da habe ich mich mit meinem Mann so ein bisschen drüber unterhalten, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich jetzt Probleme mit meinem Ischiasnerv habe. Habe das auch so kommuniziert, weil es geht uns gut, wir führen absolut unser traumhaftes Leben, das wir uns kreiert haben. Schule ist jetzt endgültig passé, unsere Tochter hatte am Samstag noch die Abschlussfeier. Abi durch, unser Sohn hat ja vor 2 Jahren Abi gemacht, das heißt, wir sind jetzt vollkommen frei und starten da vollkommen durch in unser freies Leben. Und deshalb konnte ich das nicht verstehen, weil überhaupt keine Probleme oder so da sind, weder finanziell noch in der Partnerschaft noch firmentechnisch. Klar, Herausforderungen, die gibt es immer. Ich wollte ja zum 1.6. schon meinen Wohnsitz nach Zypern verlegt haben, und da gab es dann aber rein firmenrechtlich noch so ein paar Dinge, die nicht so ganz easy sind. Und dann habe ich mich dann dazu entschieden, okay, jetzt mache ich keinen Druck und keinen Stress. Dann wird das einfach zu einem späteren Zeitpunkt erst der Fall sein. Macht nichts, ist ja jetzt egal, 1.6. oder 1.8. oder egal. Also das war jetzt kein Problem oder so. Und nach einigem Reden miteinander, dank meinem Mann, weil er so kluge Fragen auch gestellt hat, bin ich dann dahinter gekommen, warum ich im Moment Probleme oder am Freitag, Donnerstag, Freitag Probleme mit meinem Ischiasnerv hatte. Und zwar, so die Lendenwirbelsäule, das Rückgrat steht ja für Aufrechtgehen, auch für Belastbarkeit im Leben und solche Dinge. Und mein Team ist gerade dabei. Und das war von mir so geplant und auch gewollt. Das geht jetzt gerade auch so in Erfüllung, sich enorm zu vergrößern. Und das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt alleine zu zweit oder mit einem vier-, fünfköpfigen Team zusammenarbeite. Das heißt, ich gebe natürlich viele Aufgaben ab an das Team, aber es bedeutet gleichzeitig ja für mich, nochmal Verantwortung zu übernehmen, eben auch für das Team. Und diese Führungsrolle in dem Stil ist ja was ganz Neues für mich. Das heißt, ich bin gerade dabei, auch ganz enorm meine Komfortzone zu verlassen, Aufgaben abzugeben, ein größeres Team zu führen. Und da fühle ich mich natürlich auch verantwortlich ein Stück weit für das Team. Und das ist genau das, wo mein Körper, meine Seele mir signalisiert hat, dass es da unbewusst noch etwas in mir rumort, wo ich unbewusst das Gefühl habe, ich bin dem nicht gewachsen, ich kann da nicht aufrecht stehen.
Und als ich das erkannt hatte und mich dann am Freitag gleich dann eben auch den ganzen Tag da mit beschäftigt hatte mit diesem Thema und aufgelöst hatte, da waren auch die Schmerzen weg im Ischiasnerv. Also ich habe noch morgens zu meinem Mann gesagt, als wir noch so auf der Suche waren, warum ich denn diese Probleme habe. Ich glaube, ich muss mir von deiner Mutter den Rollator ausleihen, wenn morgen die Kirche ist und wir da stehen bei der Abiturfeier. Ich kann nicht lange da stehen, ich muss deinen Rollator mitholen. Wie peinlich ist das denn? Und also so war mir einfach zumute. Und das will ich dir jetzt einfach mal an dem Beispiel zeigen. Ich habe das dann erkannt, was sich dahinter verbirgt, welche Botschaft. Habe mich tagsüber dann damit beschäftigt und konnte dieses Thema dann ja auch auflösen. Und am Samstagmorgen war ich 5 Kilometer laufen. Gar kein Thema mehr. Und wie sind wir aber konditioniert? Wie war ich früher auch konditioniert? Und wie sind viele konditioniert? Und das höre ich auch oft. Ich muss erst gesund werden und dann kann ich erst durchstarten. Ist der falsche Weg, meine Liebe. Die Seele schickt dir gerade deshalb die Botschaften, weil es gilt hinzuschauen. Bei mir waren jetzt einfach unbewusst noch ein paar Themen, so Ängste, wirklich da durchzugehen, in meine Größe zu gehen, meine Komfortzone zu verlassen. Mein Team wirklich jetzt mal auf 5 Personen anwachsen zu lassen, was für mich einfach Neuland ist und mir Verantwortung bedeutet, wo ich unterschwellig das Gefühl hatte, ich fühle mich dem nicht gewachsen, ich kann da nicht aufrecht stehen. Und wir sind ja in unserer Gesellschaft hier so konditioniert, dann eigentlich zum Arzt zu gehen, Pillen zu schlucken. Oder auch vielleicht was Homöopathisches zu schlucken oder sich Spritzen geben zu lassen oder was weiß ich. Egal was. Ich möchte dieses Beispiel jetzt nur einfach mal mit dir teilen, damit du einfach mal siehst, wie schnell, wenn du es erkennst und so dir dessen bewusst bist, wie schnell du körperliche Symptome, Disharmonien einfach auflösen kannst. Das ist tagsüber, je mehr ich mich damit beschäftigt hatte. Erst war die rechte Seite gut, dann war die linke Seite gut. Und Samstagmorgen, wie gesagt, war ich 5 Kilometer laufen. Bin ich komplett durchgelaufen. Das hat aber nichts mit dem Ischiasnerv zu tun, weil ich einfach nicht die Kondition habe, 5 Kilometer komplett durchzulaufen. Ich mache mir da auch keinen Stress, sondern ich laufe, dann gehe ich mal wieder ein Stück, dann laufe ich mal wieder, dann gehe ich mal wieder ein Stück. Aber so schnell können Disharmonien sich einfach verabschieden, wenn du es erkennst, wenn du auf deinem Herzensweg bist und wenn du dich darin geübt hast, schnell die Botschaften deiner Seele zu erkennen, sie zu deuten. Und dann siehst du auch mal an dem Beispiel, wie wertvoll es ist, da auch mit jemandem im Gespräch zu sein, der sich in der Richtung auch auskennt, der dir Hilfestellung leisten kann. Bei mir war es jetzt in dem Fall mein Mann, der da die richtigen Fragen mir gestellt hat und Impulse mir setzen konnte, dass ich dahinter gestiegen bin. Aber ich alleine, ich habe da ja irgendwie auch auf dem Schlauch gestanden. Ich bin nicht dahinter gestiegen, warum ich diese Disharmonie jetzt gerade habe. Und deshalb verabschiede dich von der Denke, wenn dein Körper dir jetzt Disharmonien schickt, ganz gleich, was es ist. Und du dich deshalb jetzt nicht fit fühlst, nicht voller Energie fühlst, kümmere dich um dein Herz, um deine Seele, um deinen Seelenplan, um deine Seelenbotschaft. Und hol dir jemand an die Seite, der oder die, sei es ich oder jemand anderes, spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ich dir helfen kann, aber wenn du, warum auch immer, dir von mir nicht helfen lassen magst, alles ist gut, so wie es ist. Hol dir jemand, der dort ist, wo du hin möchtest. Der kann dir helfen. Der kann dich an die Hand nehmen und dann können sich ganz rasch Disharmonien, körperliche Symptome verabschieden, weil die Seele dann keinen Grund mehr hat, dir über den Körper diese Botschaften zu schicken. Macht das Sinn? Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Bis ganz bald. Tschüss.